Hallo, ich heiße Chantal Béranger-Gay und heute erzähle ich dir mehr über die Spiegelbotschaften deiner Seele, die du aus Situationen heraus erkennen kannst. Ja, bei Situationen und Beziehungen, das ist dann im anderen Video, worüber ich dir mehr erzähle, ist vor allem wichtig zu wissen, dass es nicht unbedingt eine Spiegelbotschaft ist, wenn eine Situation einmal passiert. Aber wenn du merkst, oh oh, jetzt passiert mir etwas und das kommt mir bekannt vor, hatte ich das nicht schon mal oder du weißt es sogar genau, jetzt wiederholt sich das schon wieder, was ist eigentlich los, vielleicht mit anderen Menschen, an anderen Orten, aber das ähnliche Muster, dann kannst du definitiv davon ausgehen, dass deine Seele dir etwas zu sagen hat, dass du Impulse kriegst, die dich für deinen individuellen Lebensweg weisen und dir helfen, dich besser zu orientieren. Was können das für Situationen sein? Das können zum Beispiel Jobabsagen sein, wenn du dich irgendwo bewirbst und du kriegst eine Absage nach der anderen. Das können Lohnkürzungen sein. Und, ne? Also so Dinge, wo du denkst, was ist jetzt eigentlich los? Und du bist auch sehr überrascht, weil du damit nicht rechnest. Gerade jetzt mit dieser Lohnkürzung ist es vielleicht möglich, dass du sehr überrascht damit konfrontiert wirst und aus, man sagt ja so, aus allen Wolken fällst und dann damit zurechtkommen musst. Was auch so eine Situation sein kann, sind Unfälle. Na, Dinge, die dich überraschend treffen und du mit dem Verstand auch nicht sehr nachvollziehen kannst. Was soll das jetzt mit mir zu tun haben und meinem Lebensweg, ich habe doch keine Schuld in dem Sinne. Es kann auch ein Überfall sein oder ein Raub oder so. Halt all die Beispiele, ne? Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Und das mit der Schuld, das ist so eine Sache. In einem anderen Video erkläre ich, warum Schuld in meinen Augen nicht existiert. Es existiert lediglich, und das ist schwierig genug, die Verantwortungsübernahme. Und mit diesem Beispiel hier sollst du wirklich zur Kenntnis nehmen und wissen, das ist mir ganz wichtig, wenn du so Dinge erkennst, wenn du die Gnade hast, bei dir hinzuschauen, das ist schon großartig. Da machst du schon unglaublich bewegende Fortschritte und ich meine bewegend für dich, für deine Herzensgeschichte und für alle Menschen, die auch bereit sind, bei sich hinzuschauen und wissen, wie sehr diese Kraft der Selbstreflexion und der Bereitschaft, sich entwickeln zu wollen, einen fördern kann. Du machst das großartig. Und wenn du es so beginnst, bewusster durchs Leben zu gehen und bereit bist, dich selber zu reflektieren und auch die Impulse deiner Seele wahrzunehmen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dann bist du weiter als gefühlte 95% der Menschheit. Und das heißt nicht, dass du jetzt keine Schuld mehr trägst, also in dem Sinne, ne, du weißt, die Verantwortung zu übernehmen, sondern es bedeutet halt einfach, du darfst vertrauen, dass du damals, wo du noch nicht wach warst, damals, wo du noch nicht dich bewusst reflektiert hattest, wie auch jetzt, wo du es tust, du mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt hast. Halt immer in dem Moment, wo es passierte, mit dem, was du zur Verfügung hattest und wo du gestanden bist, hast du mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und dieser Fakt, der darf dich beruhigen. Der darf dich nicht insofern beruhigen, dass du alles von dir wälzt und sagst, ich habe mit allem nichts zu tun und ich gebe mir ja Mühe und ich bin ja ein guter Mensch. Das reicht einfach nicht. Du bist ein guter Mensch, aber es hat damit zu tun, dass du bereit bist, die Verantwortung für deine Baustelle, für dein Leben, dein Gefüge, dein Körper
Geist, Seelengefüge zu übernehmen. Und wenn du beginnst, so bewusst über Spiegelarbeit nachzudenken, machst du das definitiv, sonst wärst du heute nicht hier. Und das bedeutet aber auch, dass du wirklich jetzt zur Kenntnis nehmen darfst, du bist nicht schuld, wenn dir der Spiegel über Situationen gesetzt wird, aber du kannst jetzt was tun für dich durch dieses Wissen der Spiegelarbeit. Du kannst was tun für dich, für den Weg, den du gehen willst oder den du einst als Seele entschieden hast. Wenn du das nicht tust, dann wirst du nicht besonders hart bestraft oder es ist nicht irgendwie das Böse in dir oder so, gar nicht, sondern es kann einfach sein, dass du unbewusst gewisse Situationen dann wieder anziehst und wieder lebst, wenn du nicht unbewusst oder sage ich mal zufällig die Kurve kriegst, ne? Und nicht erkennst, worum es geht. Der Mensch ist ja wirklich unglaublich komplex. Na, schon alleine der Körper, das ist ja also ein Wunderwerk. Auch wie wir funktionieren mit Geist und Seele, Körper, Geist und Seele zusammen. Das ist wirklich eine unglaublich berührende und tiefgreifende Sache. Ich glaube, wir werden nie in der Lage sein, das alles zu verstehen. Und von daher ist es schon sehr berührend, wenn du für dich diese Momente erfassen kannst und jetzt zum Beispiel erkennst, doch, ich bin bereit, die Spiegelbotschaften aus Situationen lesen zu lernen und mir und meiner Seele so bessere Chancen zu geben, auf meinem Lebensweg, meinem einst gewählten Pfad zu gehen. Also sei nicht traurig, wenn du jetzt in dieser Reflexion erkennst, oh mein Gott, in gewissen Themen, die sind mir schon so oft passiert und so oft habe ich den Kopf geschüttelt und gedacht, warum sind die Menschen so gemein, warum passiert mir das immer wieder? Aber unbewusst hast du das abgewälzt, so nach dem Motto, ich kann ja nichts dafür und die anderen sind halt schuld. Und das ist jetzt vorbei. Du sollst wissen, die anderen, die stellen sich auch zur Verfügung. Halt auch meist unbewusst, so wie du dich für andere Menschen, die dir nahe sind, zur Verfügung gestellt hast. Damals, wo man den Seelenplan, den Vertrag schrieb und du halt sie spiegelst, gibt es halt das auch mit den Situationen. Die Menschen werden in dem Auto sitzen, das, mit dem du den Unfall brauchst, wenn du diesen Spiegel brauchst. Also wenn du jetzt merkst, dies und jenes ist mir schon so oft passiert und wieso habe ich das nicht kapiert, denk daran, was ich vorhin gesagt habe. Es ist in Ordnung, du hast immer mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Du kannst in dem Sinne nichts dafür, aber du bist jetzt bereit, die Learnings zu erkennen und die ersten Schritte in die Heilung zu tun, damit solches sich nicht wiederholen muss. Ne? Sei in einem gewissen Grad streng mit dir, aber sei nicht hart, sei liebevoll und trotzdem klar und konstruktiv. Guck nach vorne und geh deinen Weg. Also sagen wir, du hast eine Jobabsage oder diese Lohnkürzung oder einen Raubüberfall und du bist das Opfer oder was auch immer. Dann, und du bist jetzt bereit, da hinzuschauen, dann mach folgende zwei Schritte. Der erste Schritt ist, dass du dir einen Moment nimmst, zum Beispiel einen Bewusst-bei-mir-Moment, wo du dir klar wirst darüber, wie geht es mir jetzt, was fühle ich, was ist das für ein Schmerz, du wirst garantiert einen Schmerz haben in irgendeiner Form, lokalisiere den, vielleicht spürst du ihn auch am Körper, buchstäblich, körperlich. Du musst nicht körperlich verletzt sein dafür. Notiere dir das, aber vor allem auch deine Gefühle, wo du dich wie verletzt fühlst und wie sich das zeigt. Je detaillierter, umso klarer wird deine Spiegelung sein. Und dann als zweites frage dich, wie und auf welche Weise vor allem schränkt mich jetzt diese Situation ein?
Also wenn du eine Jobabsage gekriegt hast, wie schränkt dich das jetzt ein in deinem Alltag? Und dann weißt du vielleicht, schränkt mich nicht ein, ich bewerbe mich halt einfach wieder. Oder du weißt vielleicht, er schränkt mich sehr ein, das wäre genau der Traumjob gewesen und den gibt es nur einmal in diesem Land. Na, irgendeine Antwort wirst du haben da. Oder bei Lohnkürzungen, wie schränkt dich das ein? Dann merkst du, es schränkt mich eigentlich nicht ein. Es ist einfach mein Verstand, der meint jetzt, wie auch immer, Gefühle in mir auslösen zu müssen, weil ich weniger zur Verfügung habe, weniger Geld, aber eingeschränkt bin ich nicht. Ich komme gut zurecht mit dem, was ich noch habe, etc. Notier dir halt einfach das auch, genau wie du dich eingeschränkt fühlst oder wie es dich in Fakten einschränkt, diese Situation. Wenn es ein Raubüberfall im Urlaub ist, dann hast du auch ganz klare Einschränkungen. Du hast vielleicht dein Bargeld nicht mehr, aber deine Kreditkarte noch. Du hast vielleicht dein Handy, dein iPad nicht mehr oder halt deinen Schmuck oder was auch immer. Wie schränkt es dich ein? Im ersten Punkt hast du die Gefühle notiert und im zweiten die Fakten. Und dann ist der dritte Schritt die Spiegelung. Dann fragst du dich bezüglich dieser Einschränkung, sagen wir, du wirst beraubt in den Ferien und du hast deinen Schmuck nicht mehr. Dann kannst du dich bezüglich dieser Einschränkung eins zu eins spiegeln und fragst dich, wo in meinem Leben sonst noch habe ich mir persönlich meinen Schmuck genommen? Wo fehlt mir meinen Schmuck? Weißt du, wie ich meine? Oder sagen wir, du bist in einen Unfall verwickelt gewesen und dein Auto ist jetzt weg, vielleicht Totalschaden oder so. Auf irgendeine Weise ist es halt weg. Und du formulierst das in der zweiten Frage, wo schränkt es mich ein? In dem Sinne, ich bin nicht mehr mobil. Dann fragst du dich hier, wo du es rübernimmst, auf dich und deine persönliche Situation, kannst du dich fragen, wo erlaube ich mir gegenüber nicht mobil zu sein? Im übertragenen Sinne, ne? Wo erlaube ich mir nicht mobil zu sein? Oder sagen wir, du hast einen Unfall und du hast die Beine im Gips. Vielleicht hast du sie gebrochen. Beim Skifahren passiert das ja oft. Oder ja, hör ich zumindest. Und du kannst dann nicht mehr gehen. Es schränkt dich in dem Sinne ein, dass du sagst auf diese Frage, ich kann nicht gehen. Dann kannst du dich im übertragenen Sinn fragen, wo erlaube ich mir nicht zu gehen? Ich glaube, du hast verstanden, wie es gemeint ist. Und dann machst du natürlich, ich glaube, das ist jetzt die logische Schlussfolgerung auch für dich, dann machst du natürlich Heilungsarbeit mit dir. Also du kannst dann diese Reflexion im übertragenen Sinne ein bisschen mit dir tragen im Alltag und immer wieder darüber nachdenken, das nochmals wirken lassen in dir und dich fragen, was es mit dir macht, diese Frage. Und dann heilt es. Es heilt in dir oder du hast plötzlich ein Aha-Effekt, vielleicht merkst du das Beispiel mit dem Schmuck zum Beispiel, wo nehme ich mir meinen Schmuck oder wo erlaube ich mir nicht, mich zu schmücken, dass du dann als Frau vielleicht merkst, dass du dir überhaupt alles nimmst, was dich als Frau schmückt. Vielleicht merkst du das dann. Vielleicht ist das deine Spiegelantwort. Und deine Seele möchte dir hier Impulse geben, hey, sei ein bisschen mehr auch nach außen
deine Frau, lebe die ein bisschen mehr, schmücke dich, vielleicht auch schminke dich, vielleicht auch zieh mal die eine oder andere Kette an oder kauf dir neue Ohrringe und hab Freude daran. Liebe dich so, erfreue dich daran. Oder vielleicht hast du auch eine ganz andere Erkenntnis und du siehst jetzt auch, dass es für eine Spiegelung und eine sinnbildliche Übertragung auch hier wieder ganz viele Möglichkeiten gibt, was die Antwort sein könnte, und nur du allein bist befähigt. Nein, es gibt auch sehr tolle Medien, die das können, aber du bist der Experte oder die Expertin für deine Spiegelantwort. Also was bei dir als erstes auch hochkommt oder was du immer wieder wälzt dann in den nachfolgenden Tagen, nachdem du diese Fragen gestellt hast, wirst du dann erkennen, hey, eigentlich denke ich immer an diesem oder jenem Thema rum. Und das passt ja zu dieser Spiegelfrage. Und dann weißt du, wo du dich zu heilen hast. Was du rund machen darfst, was du dir schenken darfst, wo du in dir drin dieses Thema noch vollkommen machen darfst. Ich hoffe sehr, dass ich dir hier mit diesen vier Schritten einen Ablauf an die Hand geben kann, der dir was hilft. Wenn du Fragen hast, mach Kommentare hier. Ansonsten, wenn es dir geholfen hat, freue ich mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann wirst du immer über neue Videos zeitnah informiert und wenn du natürlich das Video teilst und weitergibst. Ich danke dir herzlich. Bis zum nächsten Video.